Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karriere von den APK Gaming Bros. Wieder natürlich mit mir, dem Alex. Ja, im letzten Spiel habe ich leider 2-1 verloren, weil ich auch ein bisschen zu viel über ein bisschen zu andere Themen gelabert habe. Könnt ihr euch hier nochmal anhören, weil vielleicht für manche ist es vielleicht ganz interessant, um so ein bisschen mal einen Einblick in YouTube und Let's Plays und die Arbeit dahinter zu erkennen. Oder auch mal, wenn man selbst anfangen möchte, können ja sein, dass ein paar von euch, die zuhören, das selbst mit Let's Plays anfangen wollen, dass die da mal ein bisschen so Sachen drauf achten, also Sachen erkennen, wo ich und bestimmt noch ein paar andere Leute auf YouTube drauf achten. Hört sich einfach an. Jetzt in dem Spiel würde ich mal einfach sagen, labere ich mal nicht so viel über andere Themen, sondern eher so ein bisschen mehr FIFA bezogen und kümmere mich mal darum, dass ich dann mal jetzt einen Sieg einheimste, weil durch das viele Gelabere in der letzten Folge habe ich ja leider 2-1 verloren gegen Freiburg. Boah, schon deftige Klatsche und das noch auf Halbprofi. Deswegen würde ich dann jetzt mal sagen, ja, scheiß mal auf die E-Mails, wollte ich gerade schon sagen, aber nee, die gucken wir uns noch ganz kurz an. Ich gehe mal ganz kurz durch, was da ist. Bericht aus Spanien, das geht mir relativ am Arsch vorbei. Pressekonferenz geht mir auch am Arsch vorbei. Nationalteamposten. Ja, toll. Interessiert mich jetzt auch nicht so brennend, denn also, ja, da habe ich gerade nicht so richtig gelesen. Ist aber auch wurscht, ich habe da irgendwie gerade keine Lust zu. Ich will nämlich einfach, Entschuldigung, jetzt spielen. Und zwar gut spielen. Ich weiß, ich spreche das gerade ganz behindert aus, aber das wollte ich auch so. Naja, egal. Auf jeden Fall, Auswärtsspiel. Schon wieder ein Auswärtsspiel. Letztes Spiel war auch ein Auswärtsspiel. Letztes Spiel in Freiburg und jetzt auf Schalke. Das ist natürlich ein stärkerer Gegner. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das hinkrieg. Schiedsrichter ist der Luke Falk. Nee. Und yo, gebe ich mal ein bisschen Patte hier. Oha, was für eine Skill-Challenge, ey. Ist das so eine oder muss ich da so dagegen schießen? Boah. Ah, okay. Also so mit, hier. Weißt schon, wie ich meine. Nein, knapp vorbei. Ja, Bub, Junge, gib dir. Und nein. Was ist denn das da überhaupt für eine Dings, ey, für ein Hindernis? Oh, Bub. Jetzt fällt hier aber alles. Egal. Gehen wir mal direkt weiter zum Spiel. Scheiß mal auf die Skill-Challenge. Ich will ja jetzt zocken und gewinnen und so. Deswegen, ja, komm. Gib dir. Ja, genau. Gib mir mal den Ball, danke. Ich spiele auf Halbprofi. Ich bin gut, du bist scheiße. Und zack. Und hier hin. Nein. Ach genau, ey, was für eine Kacke. Dante. Alter, Dante, Cagefight, Bitchfight, gib dir Ball. Haha. Ich mein Ball. Ja, sehr gut, jetzt ist Platz hier. Und jetzt hier hoch. Und Kopfball von Ribery. Das war, glaube ich, nicht die beste Idee, die ich hatte. Mit Ribery einen Kopfball zu versuchen. Naja. Nee, das geht besser. Ja, genau, jetzt hier. Hallo. Ich bin ein Nougat. Und ich bin so inkompetent. Ja. Ach, komm jetzt. Hallo. Junge. Gib mir mal den Ball. Danke. Ja, komm jetzt. Renn mal ein bisschen hier. Reus, du bist doch schnell. Angeblich. Nein. Abseits oder was? Ach, nee. Einwurf für mich. Das gefällt mir ja sehr. Hier. Nein. Wow, Alter, was für ein Ball. Der war noch nicht mal abseits. Scheiße. Da habe ich wohl dick verkackt. Da hätte ich eine riesen Chance draus machen können. Habe aber gedacht, abseits schieße ich lieber schnell einfach Ball weg. Hat irgendwie keinen Sinn, was ich gerade, ja, was ich da gemacht habe. Übersprungshandlung, würde ich mal kurz behaupten. Oh nein, da rennt schon ihm vorbei. Nein, du machst jetzt hier kein Tor. Sehr schön. Dante, im letzten Moment habe ich da reingekritscht mit Dante. Unserem kleinen, ja, Baumwollpflückerchen. Und nein, ich bin nicht rechtsradikal und ich bin nicht rassistisch. Und das ist nur ein bisschen Spaß, Leute. Und die das nicht verstehen, bitte nicht unseren Kanal abonnieren. Danke. Ja, da gab es echt schon letztes Mal ein paar Leute, die das bei irgendwelchen Let's Plays, wo Pierre und ich extrem wohl aus der Haut gefahren sind und extrem irgendwie einen auf rassistisch gemacht haben, die das nicht verstanden haben. Also einen gab es da.
Ja, sowas kann schon mal ab und zu vorkommen. Das ist aber nicht ernst gemeint. Was manche Leute hätte denken, dass wir wirklich rassistisch sind. Also, oder, ja, eigentlich war es ja nur einer. Aber natürlich sind wir nicht rassistisch, sondern das war nur so einfach im Eifer des Gefechtes. So, und jetzt habe ich schon wieder Torchancen vergeben ohne Ende. Natürlich muss ich mich da irgendwie, ja. Ach komm, Dante. Nein! Was sind das jetzt? Nein, nicht durchkommen hier. Nein, 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 nein. Oh, Junge. Nein! Nein, Junge, Ball weg. Oh, Alter, kassiere ich fast so ein dummes Tor, ey. Kann doch nicht wahr sein. Hierhin. Sehr gut. Ah ja, genau. Da schüttelt, tut er einfach mich abdrängen. Er denkt, der wäre hier cool oder was, der, hä? Kopfball. So, jetzt machen wir mal da in die Mitte. Und bam. Scheiße. Der ging nicht rein. Hat der Torwart den leider gehalten. Ich weiß gerade gar nicht, wer das bei denen ist jetzt. Ich komme bei Schalke da irgendwie nicht hinterher. Tut mir leid, liebe Schalke-Fans. Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Nein, was für ein Schuss, Mann. Ey, ohne Kacke. Ich muss meine Chancen besser nutzen. Das ist irgendwie so ein Strich, der sich quer durch mein Leben zieht bei FIFA, also quer durch mein FIFA Spielen zieht. Ist irgendwie bei Pierre auch so. Oder wenn ich mit Pierre zusammenspiele, vielleicht auch nur. Ich weiß es nicht. Das Ausnutzen der Chancen, ey, ist immer. Oh, Katastrophe, ey. So oft irgendwelche Chancen vergeben, total unnötig. Das, ja. Meine Abwehrarbeit ist eh scheiße, von daher. Deswegen gehe ich auch immer so auf Sturm bei mir, weil meine Abwehrarbeit ist und wird immer scheiße bleiben. Aber im Sturm bin ich halt, denke ich jedenfalls, nicht so schlecht. Deswegen, so, ist kein Abseits, weil der unten aufgehoben hat. Und bam, damit das 1 zu 0 Reus. Sehr gut. Wuppa Gangnam-Style, ey. Sexy Reus, wupp, 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 wupp. Naja, sehr gut. Da haben wir ja mal wieder ein Tor, wenigstens 1-0 schon mal in der 30. Bisschen spät, aber naja. Ich hatte irgendwie drei, vier andere Großchancen auch noch. Ja, pff. Hätte ich schon vorher mal was machen können, aber naja, ihr kennt mich ja, ich bin inkompetent. Ich bin inkompetent und scheiße. So, komm jetzt. Oh nö, geht direkt zum Torwart, ey, von denen. Das war doch sowas von scheiße. So, come on. Kopfball. Nein! Komm jetzt hier so hin, zack. Dann wieder hier hin, zack. Und jetzt mach ich mal hier noch so eine. Alter, da hält mich der Abwehrspieler leider ab. Ein bisschen besser, eine geile Chance, also ein Tor draus zu machen. So rum. Alter, meine Sprache heute geht gar nicht klar. Alter Junge! Nein, Spaß. Ich will hier keinen auf Assi-Kanacken-Style machen, aber. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin halt ein bisschen dumm. Nein! Der Trick war total unnötig. Und jetzt läuft mir noch mein eigener Spieler wieder in den Weg. Ey, das ist so genial. 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 Egal, das war sinnlos. Komm, Dante. Raus damit. Nein, lauf doch. Boah, zu schnell gespielt. Also zu weit gespielt, um es eher so auszudrücken. Ja, Torwart, mach mal schön raus, ganz weit. Das macht sehr viel Sinn. Ist sehr effizient, wie man sieht. Ich habe den Ball schon wieder. Aber ich kann ja eh nichts draus machen, von daher ist es ja eigentlich auch scheißegal. Nein. Komm, hier bedrängen den mal ein bisschen. Ach komm. Ohne Scheiß kriegst du nicht mal gegen die CPU gebacken, irgendwie in der Abwehr gut zu sein. Komm, Torwart. Sehr gut. Weg damit. So. Komm. Ja, sehr gut, Ribéry. Ah, schade. Da habe ich es voll drauf angelegt, habe aus dem Scheißwinkel abgezogen. Um es einfach zu riskieren, aber ja, wurde leider nicht belohnt für mich. So, hier, nimm du mal den Ball. Ah, sehr gut. Angezirkelt geschossen und Ribéry macht das Tor. Vierte Ligator. Das ist doch mal sehr erfreulich. Ja. Nee, nee, nee. Also, yes, nicht nee, nee, nee. 2:0, 45. kurz vor der Pause. Ja, das läuft. Das ist akzeptabel, würde ich mal sagen. So ein 2:0 zur Halbzeit geht. So, was sagt uns das? Das ist immer nur bei mir alles eine Frage der Concentration.
So, come on. Get it. Get it, get it, get it. Danke. Oh, nö, direkt wieder Ball verloren. Das ist doch unnötig. Sowas. Unnötig. Nein. Okay, sehr schön. Direkt vor der Linie gerettet. Das ist doch mal nice. Nein, da kommt dieser Schmarrer. Ah, Halbzeit. Sehr gut. Ey, der Gegner ist im Ballbesitz. Und es wird Halbzeit gepfiffen. Boah, ehrlich, FIFA. Yay, dass ich sowas nochmal erleben darf. Danke, danke. Das ist wirklich eine Seltenheit, muss ich sagen. Extrem eine Seltenheit. So. Hallo, bitte gebt mir doch den Ball. Danke. Nein. Ja, sehr gut. Komm. Ja, nein, nein, nein. Hier runter. Nein. Da wollte ich noch runterspielen. Gerade in dem Moment, dann hat er mir den Ball weggenommen. Ja, hier. Nein! Alter, der spielt ja in die Mitte durch und ich verkacke. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, ey. Nee, nee, nee. So, hier ab. Komm, Robben, lauf. Jawohl. Oh, oh, oh. Oh, das war ein Fehler, das Zurückgehen. Erst hat es ganz gut ausgesehen, weil ich dadurch ein bisschen Abstand gewonnen habe und der mir nicht direkt den Ball abgenommen hat, aber hat sich dann doch als ein bisschen Fehler, ja. Hat sich dann doch als ein Fehler rausgestellt, so wollte ich das Ganze mal sagen. Nein, komm. Nein. Wow, wow, wow. Lutscher, Lutscher, Lutscher. Ja, komm. Hier, lauf mal. Ja, genau, da ist natürlich irgend so ein Bongo, der das natürlich abgefangen kriegt. Ach komm, hier setze ich durch. Ja, sehr gut. Ballannahme, sehr gut. Ah, scheiß Verfan oder wer es war. Ich glaube, es war Verfan. Nee, das ist Verfan. Da war es irgendjemand anders. Komm, hol dir den Ball. Dante, komm, ey, der hat ich schon wieder voll angezeigt, der Nugert. So. Ja, hier, komm. Nein. Ja, sehr gut. Sehr gut, dass die es verkacken. Abseits. Nein, ist wirklich abseits. Sorry fürs leicht Übersteuern. Naja, das war nicht so, wie ich es wollte. Ey, ohne Scheiß, was soll so eine Kacke? Zieh durch, Mann. Ja, lauf, lauf. Nein, da wollte ich ihn schön angetreten, Mann. Er sollte mit links andrehen, hat es aber dann doch nicht gemacht. Sondern hat mit rechts versucht, angedreht zu schießen. Das ist doch scheiße. Nee, 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 so geht das nicht. Ja, genau. Ja. Ihr könnt auch immer nur die rechte Hand hochheben, ey. So, komm. Hallo. Mein Ball. Danke. Ja, komm, pass bitte zurück. Nein, der hätte mal zu einem von mir gehen können. Können ist dabei leider die Betonung. Oh, Alter, voll durchgekretscht, ey. Nee, 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 ey. So, komm, hallo. Ach komm, ey, da hab ich einfach gegen dem sein Fett. Ah, egal, Leute. Nein, komm, 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 komm. Alter, was, das war ein Foul. Ja, genau, ist nix. Logisch. Ja, da wollte ich zu schön wieder eine Vorlage geben. Hat natürlich wieder nicht geklappt, wie immer. Nee, 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 so geht es nicht. Jetzt komm. Komm, 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 du kriegst den. Du kriegst den. Wow, hat im letzten Moment weggepasst. Oh, Junge. Ja, genau, meiner wird voll behindert, ey. Ach, genau. Ich kann da nichts machen, weil ich voll behindert werde. Aber wenigstens Ecke. Sehr gut. Komm, Kopf. Oh. Warum zieht der denn da den Kopf ein, Boateng? Warum? Warum? Darum.
Na komm jetzt, nein, hol sie mal. Och, nö. Ah, scheiße, wollte ich gerade noch reingrätschen. Alter, der war schon, na gut, der war noch nicht im kompletten Umfang über der Linie, leider. So nur in so, ja, halben Umfang. Was war denn das Elfmeter? Ich hab mich einfach vor den auf den Boden gesetzt, Mann. Mehr habe ich doch gar nicht gemacht mit dem Spieler. Ja, genau. Gib mir doch am besten noch rot, Mann. Und zeig noch nicht mal eine Wiederholung, weil dann könnte es ja rauskommen, dass ihr mich verarscht. Sehr gut, ich hab den gehalten. Nice. Sehr gut. Ecke für den Gegner. Leider wieder. Immer noch 2-0, Mann. Ich hätte auch gerne 3-0 gemacht, aber naja. Ich denke mal nicht, dass es jetzt noch in der 78. was wird, dann, ja. Dann halt eben nett, ne? Lauf. Der ist im Abseits. Jetzt ist er nicht mehr im Abseits gewesen. Der ist doch zurückgegangen, Mann. Guck, der geht zurück und dann... Ah, immer noch einen Millimeter zu früh. Scheiße. Ach, komm. Immer diese Zentimeter-Millimeter-Entscheidung, ey. Ja, komm. Lauf. Hallo. Ja, hat Ball vernünftig angenommen. Geht doch klar. Lauf einfach durch, du kannst du eh, guck, zack, und wieder mal durchgelaufen. Und bam, ah, schade. Wollte ich gerade einen auf, boah, Junge. Nein, noch nicht dahin. Ja, Mann, nice Schuss, Schweinsteiger. Richtig Premium, 84. 3-0. So, jetzt bin ich zufrieden mit dem Tor, mit dem Ergebnis, so rum. Das laber ich schon wieder für Bullshit heute, ey. Ohne Scheiß, Leute. Nicht zu ertragen mit mir heute. Come on. Nimm den Ball. Nimm ihn. Nimm ihn. Und bam. Weggefault. So. Na, ja, da haben wir es gerade nochmal durch den Stadionsprecher gehört. Schweinsteiger. Wie es die englischen Kommentatoren aussprechen würden. Ich habe natürlich hier bei FIFA immer die Kommentatoren aus, weil die würden sonst mich zu sehr übertönen. Oder ich müsste halt den generellen Sound noch leiser machen und ja, dann hört ihr ja gar nichts mehr vom generellen Sound und dann ist das, ja. Ich mix den Sound ja mit dem Spielsound immer so gut, in Anführungszeichen gut ab, dass ja, ihr immer noch schön den Spielsound immer noch richtig deftig die Zuschauer noch hört. Deswegen muss ich halt die Kommentatoren ausmachen, weil ansonsten müsste ich das Ganze noch leiserer machen, wenn ich die Kommentatoren anlassen würde. Und ja, dann wird man den Sound von den einzelnen Leuten nicht mehr so gut hören. Außerdem nerven die mich auch mehr, als dass es zuträglich ist, die Kommentatoren. So. Leider eben gerade nicht mehr rangekommen an den Seitenwechsel. Und jetzt wechseln die Papadopoulos raus und Matip rein. Papadopoulos auf jeden Fall Abwehr. Der andere wird wahrscheinlich ein Stürmer sein. Schätze ich einfach mal. Ich weiß es nicht, Leute. Bitte nicht wieder reinschreiben. Ich weiß es nicht. Kenne ihn ehrlich gesagt gar nicht. Spielt der denn echt überhaupt? Also, der wird schon bei den Spielen, ja. Aber ob der so oft eine Einwechseloption ist oder ob der... Ja, egal. Keine Ahnung. Ich kenne mich bei Schalke auch nicht so aus. Papadopoulos kenne ich zwar, aber... Ja. Hat nicht irgend so ein Ersatzspieler. Jo, und dann würde ich auch mal sagen, ja, das war's von der Folge und, ja, 3-0 gewonnen, sehr erfolgreich und, bis zum nächsten Mal. Ciao!